Hallo und herzlich willkommen zu einer speziellen Festtagsfolge von Stadtfilmabend. Heute am 31. Oktober im Jahre 2020 oder 2020. Wir sehen hier schon die mit besonderer Hand vorbereiteten Festtagsfehlermeldungen, die uns begrüßen hier. Und wir schauen mal, ob wir heute eine annehmbare Finalfolge, in der auch ein paar Sachen passieren, ich meine, es lebt ja kaum noch jemand, aber über die Bühne bekommen, ohne dass dieses blöde Programm hier abstürzt. Und ohne weitere Zwischenfälle. Okay. Jo, Kolonist nicht beerdigt. Müssen wir die alle beerdigen hier auch noch? Nur noch Perez ist bei Bewusstsein. So, Carsten, die werden alle nach irgendwo hingetragen. Wir haben ja Nahrungsknappheit und wir haben gerade sehr viel Fleisch liegen, nicht? Details. Man könnte hier menschliche Leichen erlauben. Vielleicht müssen wir das machen. Okay. Hoffentlich wird... Ancient Vampire Crypt. A magnificently powerful vampire's tomb has been discovered. Dare we confront the creature? Wo? Gucken wir mal, was hat Perez... Ach du Scheiße. Naja. Markus ist an Blutverlust gestorben. Okay, das sieht jetzt langsam alles nicht mehr schön aus hier. Da liegt er. Carsten in der Kühlkammer. Aber da die Kühlkammer noch nicht fertig ist. Oh je. Oh toll, der Strom ist auch noch ausgefallen. Großartig. Oh, großartig. Oh, Scheiße.
ist tot. Okay. RIP. Damit können wir wohl feststellen, dass Kerstin dieses Spiel gewonnen hat. Weil sie ist noch am Leben. Mit Unterernährung, nur leichte Unterernährung, das ist ein Win hier. Katatonie. Im katatonischen Zustand. Und wir haben hier nur Peres, der zwar alles machen kann, der sich aber beharrlich weigert, die meisten nützlichen Sachen wie Kochen, Pflanzen, Bergbau, Handwerk auszuführen. Weil er zu gut dafür ist. Ich weiß es nicht. Ja. Okay. Also alles Gute an Kerstin für das bisherige Überleben dieses Spielstandes als Letzte. Und dann denke ich fast mal, das ist es gewesen, oder? Ich sehe mich nicht mehr aus dieser Sackgasse rauskommen, weil wenn Kerstin nicht die Katatonie los wird hier, dann gibt es hier niemanden, der im Zweifelsfall die Leichen zerlegen und zubereiten kann. Und dann wird hier wohl wieder verhungert. Oh, Peres kümmert sich. Warte mal. Er gibt dir was zu essen. Das ist sehr gut. Liegen überall Knochen rum. Ach so, das sind die Möbel, die Nussi kaputt gehauen hat, ne? Wenigstens Peres räumt ein bisschen auf. Wenigstens etwas. Ich dachte, der Kühlkammer. Jesus Christ. Okay. Vielleicht kann er das ja wenigstens hier. Scheint er auch nicht zu können, der Peres. Peres ist ja nutzlos hier. Ich wollte doch noch hier okkulte Sachen erforschen. Das kriege ich jetzt gar nicht mehr hin. Wir haben keinen Vampir getroffen, außer Bench für 2 Sekunden. Keine Werwölfe, keine Cthulhu-Monstren, bis auf was hier eh so rumfleucht. Stattdessen sind alle von Wölfen zerfleischt worden und sind dann am Hunger irgendwie verrückt geworden und haben sich gegenseitig totgehauen. Ich meine, das ist auch ein Found-Footage-Film, den man hier drehen könnte mit der Handlung. Ja. Und Peres hat auch schon keine Lust mehr. Kerstin, krieg mal die Katatonie weg, sonst ist das Spiel hier vorbei. Okay, ich bekomme hier eine Meldung. Vom Unterberg soll es ein Zeittor nach Lhasa geben. Dort soll es ein Tor zum Weltzentrum der Draco-Oberherren geben.
die hinter aller Kontrolle stehen. Von Lhasa aus besteht der Winkel von 26 Grad Blutscode der Blutlinien nach Santiago de Chile. Dort wurde am 11.09.1973 mit Gewalt der Gerechtigkeit ein Ende gesetzt. Die Blutlinien und der Raubtierkapitalismus überschwemmten die Erde. Da sind wir jetzt mittendrin. Die Externsteine sind das Herzzentrum. Dort auch die Geschichte Jesus eingemeißelt. Die Externsteine in der Breite 51 Grad 51 mit Winkel der großen Pyramide Gizeh. Die drei Pyramiden verkörpern das Sternbild Orion. Die Schumann-Resonanz stammt aus der Ionosphäre, diese wieder in Kohärenz mit all diesen Orten und Ereignissen. Vielen Dank, Björn, für diesen Beitrag. Ja. Muss man wissen, schreibe ich mal. Das ist aber nicht wirklich keine besonders gruselige Halloween-Geschichte, sondern hauptsächlich Unsinn. Wie geht's Kerstin? Katatonie immer noch, ansonsten ganz gesund. Das heißt, wir warten nur darauf, dass Kerstin aufwacht. Immerhin kriegt sie schon mal Essen von Peres. Ein Zustand psychischen Schocks, der zu einem totalen Funktionsausfall führt. Das Opfer kollabiert und ist praktisch bewusstlos. Noch ist Essen da, was er hertragen kann, aber... Peres, mach mal... Ach, bauen kann er auch nicht, toll. Ist der Reisernte fertig. Super. Kerstin, wach mal auf aus deiner Katatonie. Überfall das Lagalvolk. Okay, ich glaube, damit hat sich das jetzt gegessen, obwohl es nur einer. Okay, das Lagalvolk. Ich sehe auch nicht mehr gesund aus hier. Okay. So viel zum Lagalvolk. Ah, und der hat Jade dabei. Sehr schön. Peres füttert wieder Kerstin. Immer noch Katatonie.
super viele tote Tiere liegen hier rum. Auch die könnte man jetzt essen, wenn man jemanden hätte, der schlachten könnte. Aber haben wir gerade nicht. Markus, fehlende Körperteile, verrottend. Okay. Ist das hier Blood Shrimp? Okay. Hier auch sogar Fruchtbarkeit, also warum die nicht. Oh, schau an, er hat da wieder die Pflanzen kaputt gemacht mit seinem Gas. Sieht man genau, warum wir die Mauer gebaut haben hier. Okay, sagen wir mal in 3 Minuten, wenn bis da nichts passiert ist, dann sagen wir, dieser Spielstand ist zu seiner natürlich in Konklusion gekommen. Eieiei. Weißt du was, wenn die schon eh alle ver... diverses, wenn die eh alle schon vergammelt sind, dann brauchen wir die auch nicht mehr aufheben, sondern können die beerdigen normal. Weil jetzt will die eh keiner mehr essen. Kannst du Gräber graben, Peres? Will kein Bauarbeiter sein. Das ist ja jetzt so nicht essentiell, dass du keiner sein willst. Ah, okay. Das Eingraben können wir die auch nicht. Weil er kein Bauarbeiter sein will. Er gräbt noch nicht mal seine eigene Schwester ein. Und, wo ist Jefin eigentlich? Ach, der ist ausgebrochen und abgehauen, ne? Also der lebt noch. Okay. Was war das? Wenig Nahrung. Ja, super. Hungernde Kolonisten. Eine Quest, die wir sowieso nicht erledigen können, weil wir keine Leute haben, die rumlaufen können hier. Eine freundliche KI aus deiner Vergangenheit namens Charlton Whitestone hat dir eine Nachricht geschickt. Er erzählt dir, dass ein Raumschiff auf diesem Planeten versteckt hat und gibt dir die Koordinaten. Das Raumschiff ist aktuell im Tiefschlafmodus. Wenn du ankommst, musst du es erst hochfahren und es dann gegen angreifende Räuber verteidigen, die es stehlen wollen, bis die Startsequenz abgeschlossen ist. Wenn du zu diesem Schiff reist, wird Carlton Whitestone dich aus dieser Randwelt hinausfliegen. Ja, da wir ja eh nichts haben, was hier passiert, können wir uns auch genauso gut mal das Raumschiff angucken, wie das aussieht. Oder wo das ist. Das ist hier. Und wo sind wir? Wir sind ganz woanders.
Die sind hier. Das ist einmal halb um die Welt. Wir sind so quasi in Südspanien. Und das Raumschiff ist irgendwo in Petropavlovsk. Okay, also das wird wahrscheinlich eher nix. Wow, Peres macht hier Hufeisen werfen, während hier die ganzen Leichen von uns rumliegen. Interessant. Kerstin kann laufen! Kerstin kann laufen! Supi. Kerstin. So. Sehr gut. Dann baue hier mal den Strom, damit wir wieder Strom haben. Okay. Raptor wird gegessen, scheinbar. Interessant. Kannst du bitte mal... Warte mal, Arbeit, bauen ist am wichtigsten gerade. Peres ist zusammengebrochen, läuft traurig umher. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war, meine Schwester Nuno starb. Ja, vielleicht hättest du nicht Hufeisen auf sie werfen sollen. Nach ihrem Tod. Sondern Grab ausheben, wie ein normaler Mensch. Warum, Kerstin, machst du nichts? Ach Gott. Nein! Kerstin hatte einen Zusammenbruch und geht verwirrt umher. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war, mein Ehemann Carsten starb. Ach je. Aber immerhin haben wir Strom. Super. Wolfsfleisch, Menschenfleisch. Genug zu essen haben wir erstmal. Die stolzen Truthähne. Alboyo Kruka, Alpha der Fraktion The Prime Creatures, hat ein... Klingt wie eine Punkband. Hat ein dringliches Anliegen. Sie möchte, dass du dich in Eleganzburg über einen Zeitraum von 24 Tagen um zwei Truthähne kümmerst. Annehmen für Moon schließt sich an. Wer ist Moon? Kann Moon was? Moon kann ein bisschen was, ja. Handwerk, kann er kochen? Nee. Aber kann bauen. Shipio Moon. Hat er irgendwelche psychisch abgestumpft? Ist gut. Jogger, habgierig. Nanofaser, okay, kümmern wir uns mal um die scheiß Truthähne. Was soll schon passieren? Okay. Truthähne sind eingetroffen. 24 Tage bis Shuttle eintrifft. Okay. Tiere. Zone. Gebiet 1. Und dann machen wir die Truthähne nämlich nicht hier, sondern die machen wir hier unten hin. Dann können sie nämlich nicht von Tieren gefressen werden, weil wir schlau sind. Eine Gruppe der Fraktion Seaside Townsfolk auf Blutrotgebirge besucht die Kolonie.
Sie scheinen ein paar Waren zum Handeln dabei zu haben. Ja, tut mir leid, wir haben leider keine Leute. Was sind die, das sind Polizisten? Was? Okay. Bucky, Roger, Velasquez, Anarchist und Alexis. Alexei und Kai. Aha. Ja, ich würde die gerne begrüßen, aber momentan sind leider alle verrückt gerade. Ah ne, Kerstin ist immer noch verwirrt. Isst aber ein bisschen was von dem Fleisch. Weil sie Hunger hat, ohne es zu braten. Geschenk von Caesar Town von Blutrotgebirge. Gold, toll, Gold. Ja, danke. Danke, Blutrotgebirge, für das Gold. Peres bricht wieder. Ah, Peres ist aus dem Zusammenbruch raus. Sehr gut. Aber Peres ist ja der, der nichts kann, ne? Oder? Ja, Peres ist der, der nichts kann. Überfall, die Sägemenschen. Das ein, ach, das sind zwei. Super. Shit, die haben beide Hämmer. Und sie tragen Peres weg. Fuck, 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 fuck. Peres. Oh, Peres hat sich losreißen können. Sehr gut. Besucht die Kolonie. Sehr gut. John Blitzkriegsler. So, so. Ja, okay, dann würde ich mal sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um Cut zu machen, beziehungsweise dieses Gruselexperiment zu beenden.
ich würde von all den Leuten, die von Anfang an dabei waren, würde ich sagen, hat Kerstin das Spiel gewonnen, weil trotz ihres verwirrten Geisteszustandes. Oh je, sehr hungrig, Kolonist gestorben, heiß, hat rohe Nahrung gegessen, abscheuliche Menschen geschlachtet, unansehnliche Umgebung, mein Freund starb, in der Hitze geschlafen, ohne Tisch gegessen. Ansonsten geht's hier ganz gut. Und sie ist zumindest am Leben und könnte theoretisch mit Moon und Peres die Kolonie wieder aufbauen. Moon, der vielleicht dazu kommt, wenn wir diese beiden Truthähne lang genug am Leben behalten. Ja, und da bleibt mir nichts anderes übrig jetzt als Risikozusammenbruch, Peres, Hitzeschlag, Kerstin. Ich mach mal Stopp, bevor noch irgendjemand stirbt, bevor ich hier das Spiel beende. Bleibt mir nichts anderes übrig, als Kerstin herzlich zu gratulieren. Sie hat diese Runde gewonnen. Und ja, wir könnten ein Ranking machen, wer in welcher Reihenfolge ausgeschieden ist. Ich glaube, da hat belegt Bench den letzten Platz, weil er ist verbrannt. Als ich das Spiel gerade gestartet habe. Ich glaube, Nuno hat den zweiten Platz. Markus kommt danach auf Platz 3. Und dann sind eigentlich alle anderen in relativ schneller Folge mehr oder weniger gleichzeitig gestorben, glaube ich. Also sagen wir... Ja, nee, warte. Ich bin an Platz 5 und Nussi und Carsten und... Nee, Jefim ist abgehauen. Also Nussi und Carsten sind Platz 4, ich bin Platz 5. Bench ist Platz 6. So, okay. Da haben wir ein Leaderboard jetzt. Wie gesagt, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn dieses Spiels. So viel Menschenfleisch, wie sie essen können. Okay. Bis Dienstag. Wenn es dann normal weitergeht mit dem richtigen Spielstand ohne Mods. Okay, ciao. Ach ja, drückt die Glocke und den Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar und abonniert den Kanal. Dankeschön. Ja.